So, jetzt kommen wir zum Calcium Teil 2. Und Daniel, hier geht es um wichtige Faktoren. Wenn jemand Calciummangel hat, gilt es immer herauszufinden, warum er diesen Mangel hat. Nur wenn du die Ursache kennst, kannst du auch angemessen reagieren oder angemessene Strategien einsetzen. Wie ich vorher schon sagte, ist natürlich dieses Mineral in deiner Praxis sehr präsent, weil es um den Stütz- und Bewegungsapparat geht und weil es um die Knochen geht, den größten Speicher von Calcium und Phosphat im menschlichen Körper. Und natürlich ist es wichtig, als wichtige Elektrolyte zur Aufrechterhaltung der Zellmembranfunktion. Und die Zellmembranfunktion kann man nicht wichtig genug einschätzen. Einmal für Reize und Signale von außen, was ich in einem anderen Podcast genau besprochen habe, aber auch die Zellmembran und ihre Lipide, ihre Fette entscheiden über die Zellgesundheit. Und hier ist Calcium eben auch ein wichtiger Faktor. Calcium und Phosphat sind zwei Substanzen im menschlichen Körper, die ganz strengen Regulationsmechanismen unterliegen. Und da vor allem kleinste Schwankungen im Calciumhaushalt sofort zu einem Reagieren des Organismus führen, weil eine kleine Schwankung schon zu schwerwiegenden Problemen im Körper führen kann. Und die Regulation dieser beiden Substanzen, Daniel, findet vor allem über die drei Hormone in unserem Körper statt, und zwar das Parathormon, das Calcitriol und Calcitonin und auch über die Rückresorption in der Niere. Also hier sind verschiedene Organsysteme beteiligt, das gesamte hormonelle System und auch die Niere. Und wenn wir die Calcium- und Phosphatbilanz betrachten, die im menschlichen Körper sein sollte, so sprechen wir von ungefähr 99% ist Calcium im Körper und in den Knochen gebunden, also liegt in einer gebundenen Form vor. Und dieses Calcium ist gebunden an ein Phosphat. Das Calcium, das gebunden ist, hat dann einen anderen Namen. Das ist diese Verbindung zwischen Phosphat und Calcium nennt man Hydroxylapatit. Nur mal nebenbei. So. Und dementsprechend sind die Regulationen dieser beiden Substanzen ganz eng miteinander verbunden. Und diese Kristalle, diese Hydroxylapatit-Kristalle, geben unserem Knochen die Stabilität und dienen natürlich für den Körper auch als Speicher. Und in diesen Speicher kann dann eingelagert werden, aber aus diesem Speicher kann auch mobilisiert werden, kann wieder abgerufen, rausgeholt werden. Und diese Calciumionen spielen dann eine wichtige Rolle bei der Erregbarkeit verschiedener Zellen. Und die Phosphationen, die sind wichtig im Energiehaushalt, zum Beispiel für den Aufbau von ATP. ATP habe ich besprochen in Bezug auf die Zellgesundheit, Zellenergie. Das heißt, die Kraft, die von unserer Zelle, von den Mitochondrien produziert wird. Und die Energie, die die Mitochondrien produziert, ist das sogenannte ATP. Das ist das Verbrennungsmaterial, das selbst von der Mitochondrie produziert wird, um dem Menschen Energie bereitzustellen. Leben ist immer eine Frage von Energie. ATP heißt Adenosin
Triphosphat. Das ist der Ausdruck und das Kürzel nennt man ATP. Zurück zum Calciumhaushalt. Also 99% vom Calcium in unserem Körper ist im Knochen sozusagen festgebunden. Und 50% des im Serum vorliegenden Calcium ist an ein Plasmaprotein gebunden. Also Plasmaprotein bedeutet immer an ein Eiweiß gebunden und Serum bedeutet immer, das ist ein Teil unseres Blutes. Das heißt, der wässrige Bestandteil unseres Blutes nennt man Serum. Und nun, es ist die einzig wirksame Form, die quasi nicht gebunden ist, die quasi in unserem Blutserum vorliegt. Und das Vorliegen von Calcium in dieser Form stabilisiert unsere Zellmembranen. Und die kleinste Schwankung im Calciumhaushalt kann zu ernsten Problemen führen in der Erregbarkeit von Zellen. Also normalerweise ist unser Serum Gesamtkalziumkonzentration bei 2,2 oder 2,6 Millimol pro Liter. Also falls jemand ein Blutbild vorliegen hat. Und das freie Kalzium, also in unserem Blut, in unserem wässrigen Anteil im Blut, liegt bei ungefähr 1,3 Millimol pro Liter. Und pro Tag sollten wir ungefähr 0,8 bis 1,2 Gramm Calcium zu uns nehmen. Nun hieß es immer, du musst viel Milch und Milchprodukte trinken, weil da hat es das meiste Calcium. Sicher hat Milch viel Calcium, doch nur ein Drittel kann von unserem Darm aus der Menge, die wir jetzt an Milch oder Milchprodukte zu uns nehmen, letztendlich aufgenommen werden. Das bedeutet, die Menge, die wir essen, ist nicht die Menge, die unser Körper aufnehmen kann. Wo ist Calcium drin, wenn wir unseren Calcium über die normale Ernährung decken? Sehr gute Werte hat außer Milch und Joghurt. Auch Käse, Emmentaler, Gouda, Edamer, Parmesan, Mozzarella, auch Magerquark, Camembert, Ziegenkäse, Schafskäse. Und in Gemüse ist wirklich der Star der Grünkohl, dann der Kohlrabi, Brokkoli, Lauch, Gartenkresse, grüne Bohnen, Rucola. Das sind die Stars im Gemüsebereich für Calcium. Aber natürlich auch calciumhaltige Mineralwässer. So, was passiert in unserem Blut? In unserem Blut bindet das Plasma, also ist Calcium im Plasma an die Wasserstoffionen angebunden, also an sogenannte Bindungsstellen und also fangen dort an zu konkurrieren. Das muss man auch sehen. Dementsprechend ist die Calciumkonzentration des freien Calciums abhängig von unserem pH-Wert. Und dahinter steckt die Frage, wenn jemand Calciummangel hat, ist er übersäuert in seinem Körper? Ist er säurelastig in seiner Ernährung oder seinen Getränken? Und führt dann die Konkurrenz im Serum, im Plasma dazu, dass Calcium ins Hintertreffen kommt? Also nützt es dann was, wenn ich jemand viel Calcium gebe, aber überhaupt kein Augenmerk auf seine Übersäuerung im Körper lege? Also bei einer Alkalose liegt weniger Calcium in freier Form vor. Das bedeutet, bei einer basischen Situation im Körper und bei einer Azidose mehr Calcium, weil das Calcium gebraucht wird, vom Körper verbraucht wird, um die Säuren
umzuwandeln in Säuresalze, die dann über den Darm, über die Lunge, über die Haut, über die Niere, über die Leber abgebaut werden kann. Also je übersäuerter mein System ist, desto mehr verbrauche oder verschwende ich das Calcium. Unsere Nieren sind ein entscheidender Faktor, wenn es um Kalzium geht. Deshalb ist die Frage, sind die Nieren angeschaut worden? Also nicht nur ist jemand übersäuert, sondern wie sieht er auch aus in seinem Nierenbereich? Wenn die Nieren gesund sind, scheiden sie täglich 800 Milligramm Kalzium mit dem Primärhirn aus, aber sie holen auch, resorbieren 790 Milligramm zurück. Das heißt, wir haben über die Nieren lediglich einen Nettoverlust von 10 Milligramm. Und bei einem Überschuss von Kalzium im Blut wird hauptsächlich dann über die Nieren reguliert. Das bedeutet, die Schleusen in der Niere werden geöffnet und das Kalzium ausgeschieden. Also wenn ich viel Kalzium zu mir nehme, weil ich glaube, nur eine Überdosierung regelt meinen Mangel, dann ist in erster Linie die Niere davon betroffen, weil sie jeglichen Überschuss ausscheiden muss. Und deshalb kann eine Überdosierung im Kalziumbereich auch die Nieren in großem Maße belasten. Wehe dem, deine Nieren funktionieren nicht optimal, dann gibt es ein Problem in den Nieren und Ablagerung. Also, wenn eine Störung in deinem Körper vorliegt und kein Ausgleich geschaffen werden kann, dann wird natürlich der Speicher in den Knochen herangezogen und dann wird der Körper seine Reserven angehen. Zum Beispiel auch eine Veränderung in der Menge von Plasmaprotein führt zum Veränderung des freien Calciums, also das, was im Blutplasma drin ist. Und steigt der Anteil von Plasmaalbumin, nimmt der freie Anteil von Calcium ab oder umgekehrt. Also wir müssen diese Vorgänge jetzt nicht unbedingt verstehen, die ich hier erzähle. Es soll einfach eines rüberkommen, dass der Körper so feine Regulationsmechanismen hat, dass ich da nicht einfach mit einer Überdosierung eingreifen kann, weil es auf sehr viele Dinge ankommt. Also, die reine Bestimmung von meinem Calcium in meinem Körper über mein Blutplasma kann keine genauen Rückschlüsse auf die Menge geben vom freien, also biologisch aktiven Calcium. Das ist einfach nicht möglich. Jetzt kommen wir in den hormonellen Bereich. Calcium hat ganz viel mit unserem Hormonsystem zu tun. Es gibt also drei große Hormone, die bekannt sind, die einen ganz entscheidenden Einfluss auf unseren Calciumhaushalt haben. Sprechen wir mal von diesen Hormonen. Es sind drei. Es ist einmal das Parathormon, abgekürzt PTH, das Calcitriol und Calcitonin. Nehmen wir erstmal das Parathormon. Wo wird das gebildet? Es wird in den Epithelkörperchen der Nebenschilddrüse gebildet und freigesetzt. Wenn unser Calciumspiegel sinkt, tritt die Nebenschilddrüse in Aktion. Also ist die Frage, ist denn bei der Person die Schilddrüse überhaupt in Ordnung, vor allen Dingen die Nebenschilddrüse? Ja, wie wirkt es? Es wirkt am Knochen und führt ganz klar, also das Hormon, das Parathormon, hat die Aufgabe, Calcium freizusetzen, und zwar aus dieser Verbindung aus den Knochen, aus diesen Hydroxylapatitkristallen in unseren Knochen. Der Knochen wird quasi ja zu Rate gezogen oder als Tankstelle genutzt oder sogar ausgeräubert. Und darüber hinaus verursacht das Parathormon eine verstärkte Rückresorption von Calcium in den Nieren. Das findet konkret statt in den Henle-Schleifen, das ist im Nierenmark, und im Tubuli, das ist der letzte Abschnitt vor dem Sammelrohr des Primärhirns. Also so fein sind die Regulationsmechanismen, dass die Niere sofort über das Hormon gesagt bekommt, halte zurück so viel du kannst. Dann das Calcitriol.
Calcitriol ist eine aktive Form vom Vitamin D3. Und was für eine Aufgabe hat dieses Hormon? Es führt dazu, dass im Darm eine verstärkte Resorption, also Aufnahme von Calcium, stattfindet, indem es zum Beispiel im Dünndarm an intrazelluläre Rezeptoren bindet und die Calciumkanäle sich öffnen. Also einmal wird das Calcium gebunden an diese Rezeptoren und die Kanäle werden geöffnet. Ohne Vitamin D3, ohne Calcitriol findet das nicht statt. Und dann muss man auch wissen, dieses Hormon ist ein Hormon, das in der Niere produziert wird, also ein Niere produzierendes Steroidhormon. Also hier haben wir die Niere, wir haben hier auch die Nebenniere. Des Weiteren führt dann das Calcitriol zu einer verstärkten Rückresorption von Calcium in der Niere. Also sagt der Niere, halt mal fest, was geht. So, Calcitonin wird zum Beispiel in den C-Zellen der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse und in unserem Thymus gebildet und bei einem erhöhten Calciumspiegel im Plasma dann freigesetzt und sorgt dafür, dass zum Beispiel Calcium wieder verstärkt in unsere Knochen eingelagert wird. Ist also deine Schilddrüse, deine Thymusdrüse, deine Nebenschilddrüse nicht in Ordnung oder sitzen dort Pathogene drin, die die Regulation behindern, hast du die Auswirkung in deinen Knochen. Und in der Niere führt Calcitonin ebenfalls zu einer verstärkten Rückresorption von Calcium. Nun, was finden wir in der Praxis? Mit was kommen die Menschen? Die Menschen kommen mit verschiedenen Formen von Calciumproblemen. Sie kommen mit Hypo oder Hyper. Calciämie. Hypo heißt Mangel oder Hyper, ne, ist ein zu viel an Calcium im Körper, was dann auch Probleme machen kann. Von einer Hyperkalziämie, also eine Dominanz, spricht man, wenn das Gesamtcalcium über 2,65 Millimol pro Liter liegt. Und die Konzentration vom freien, also es gibt immer das gebundene Kalzium in den Knochen und das freie Kalzium, das in unserem Blut fließt und das freie Kalzium über 1,35 Millimol pro Liter liegt. Und bei einer Hypo, also Unterdominierung, Mangel, Hypokalzämie, da haben wir das Gesamtkalzium unter 2,2 Millimol pro Liter und das freie Kalzium im Blut unter 1,15 Millimol pro Liter. Schauen wir uns doch mal die Hypokalziämie an, also unterdominiert. Also da kann es verschiedene Ursachen geben, zum Beispiel ganz klar ein Vitamin D-Mangel. Der entsteht natürlich sehr gerne in den lichtarmen Zeiten. Und er entsteht auch, weil wir glauben, dass wir bei jedem kleinsten Sonnenstrahl sofort eine Sonnenbrille aufsetzen müssen. Das eingespeicherte Licht in die Augen verursacht viele positive Stoffwechselvorgänge und Informationsweitergaben in unser System. Das bedeutet, mal weniger Brille tragen wäre sehr förderlich. Und dann eben auch wirklich Sonnenbäder machen. Natürlich nicht in der Mittagszeit, aber dass man die Sonne immer mehr als Feind und als Verursacher von Hautkrebs abgestempelt hat, stimmt so einfach nicht. Aber das müssen wir mal zu einer anderen Zeit besprechen. Ja, der Vitamin D-Mangel führt dann ganz einfach, also das Sonnenvitamin führt dann ganz einfach dazu, dass eine verminderte Aufnahme, verminderte Resorption von Kalzium im Darm stattfindet, von dem, was ich gegessen habe, und einen dauerhaft erhöhten Parathormonspiegel. Und wie gesagt, das bedeutet, dass dann der Kalziumhaushalt immer mehr sinkt.
Und darauf kommt es dann zum Abbau von Kalzium aus den Knochen. Und das führt bei Kindern, das kennen wir ja früher, Rachitis und bei Erwachsenen zu Osteomalazie. Also auch eine ungenügende Bildung von Parathormon beispielsweise durch die operative Entfernung der Nebenschilddrüse oder der ganzen Schilddrüse führt zu Kalziummangel, weil die Möglichkeit des Abbaus von Kalzium aus den Knochen fehlt. Also ist die Frage, haben diese Personen ihre Schilddrüse, ist ihre Schilddrüse krank oder wissen sie noch gar nichts davon? Das sind Fragen, die muss man abklären. Ja, und eine Erniedrigung vom Kalziumspiegel, ein Mangel führt zu neuromuskulärer Übererregbarkeit und zu Symptomen von Tetanie. Was ist Tetanie? Das sind zum Beispiel Muskelzuckungen, Muskelkrämpfe, eine ganz charakteristische Pfötchenstellung oder zum Beispiel generalisierte Krampfanfälle. Das gehört alles dazu, gehört alles zum Thema von Kalzium. Sprechen wir mal über die Hyperkalziämie, also eine Überdominanz. Wenn ich einen übermäßig erhöhten Kalziumspiegel habe, zum Beispiel, weil ich Unmengen Kalzium in mich reinschaufel, dann kommt es zum Beispiel zu einem hohen Vitamin D-Spiegel auch gleichzeitig. Das eine verursacht immer das andere. Und es kommt zu einer Hyperparathyreoidismus und das ist eine Verkalkung verschiedener Organe, in denen das überflüssige Kalzium ausfällt. Also das heißt, es lagert sich ab in den Blutgefäßen, in den feinen Nierengefäßen und das ist das, was wir nicht wollen. Also im schlimmsten Fall führt dies zum Funktionsverlust der Organe. Und oft machen die Menschen eine Überfrachtung durch anorganische Mineralien. Also das bedeutet, durch die Bindung, wie man Mineralien bindet, benutzt man anorganische Substanzen und die führen wieder dazu, dass der Körper an das eigentliche Mineral, in dem Fall Calcium, gar nicht richtig herankommt. Jetzt gibt es noch eine weitere Sache und das ist der Phosphathaushalt. Also, wir haben vorher gehört, dass das Kalzium gebunden wird in den Knochen durch das Phosphat und unser Körper enthält ungefähr 700 Gramm Phosphor. Im Serum liegt wieder die Konzentration bei 0,8 bis 1,4 Millimol. Serum, flüssiger Teil, klarer Teil des Blutes. Und pro Tag nimmt der Mensch ungefähr 0,7 bis 1,3 Phosphat zu sich, und zwar hauptsächlich über Fisch, Fleisch, Eier, Nüsse und so weiter. Und der Punkt ist, dass wir in der Nahrungsmittelindustrie das Phosphat in Übermaß haben, weil es zur Konservierung oder zur Farberhaltung benutzt wird. Das bedeutet, über unsere Ernährung können wir uns eine Überdominanz an Phosphat verursachen und dadurch den Calcium-Phosphat-Haushalt empfindlich aus dem Gleichgewicht bringen. Natürlich ist es so, dass nur ein Drittel des Phosphates im Darm täglich resorbiert werden kann. Wenn ich aber viel davon esse, dann ist es so, dass zu viel aufgenommen wird. Und bei der Ausscheidung von dem aufgenommenen Phosphat spielt vor allen Dingen wieder meine Niere eine wichtige Rolle. Also 85% des Phosphates wird gemeinsam mit Kalzium im Knochen eingelagert und wir haben ungefähr 14% von Phosphat im Gewebe. Und das Gleichgewicht ist empfindlich und kann ganz schnell gestört werden. Auch wie so ähnlich ist es auch beim Kalziumhaushalt. Also ein sehr geringer Anteil von 1% des Phosphors in der extrazellulären Flüssigkeit, also außerhalb der Zelle, findet man ungefähr 1% des Phosphors und im Plasma findet man dann ebenfalls das anorganische Phosphat. Und die Frage ist jetzt, wie muss der Phosphathaushalt reguliert werden? Ganz klar, Calcium und Phosphor sind miteinander verknüpft. Und dabei findet die Regulation des Phosphorhaushaltes aber nicht so in so engen Spielräumen ab,
statt wie zum Beispiel beim Kalziumhaushalt. Die Hormone, die den Kalziumhaushalt beeinflussen, spielen auch bei der Regulation des Phosphorhaushaltes eine große Rolle. Also das Parathormon, welches im Knochen zur Kalziumfreisetzung und damit auch zur Phosphatmobilisierung führt, sorgt dann in der Niere dafür, dass weniger Phosphat aufgenommen, also resorbiert, zurückgehalten wird und somit aus den Knochen das freigesetzte Phosphat wieder über die Niere ausgeschieden werden kann. Das Calcitriol fördert im Darm die Resorption von Phosphat, welches dann gemeinsam mit dem gesteigerten Calcium zu einer Neubildung von diesen Kristallen im Knochen führt, zu den Hydroxyapatitkristallen. Und das Peptinhormon Calcitonin fördert dann die renale Ausscheidung, also renal heißt immer Niere, von Phosphat und also über den Tubulus und die Henle-Schleife in der Niere. Ja, zwischen den Konzentrationen von Calcium und Phosphat im Plasma lassen sich dann Zusammenhänge erkennen. Und zwar, wie konstant ist dieses Gleichgewicht? Und daraus lässt sich schließen, wenn die Konzentration der einen Substanz steigt, muss die der anderen sinken und umgekehrt. Und wie machst du das, wenn du einfach eine Überdosierung nimmst, ohne dass das Gleichgewicht gefördert wird? Also normalerweise deckt eine ausgewogene Ernährung ausreichende Zufuhr von Phosphat ab. Und wir haben heute, wie gesagt, eher zu viel als zu wenig. Es gibt aber Situationen, wo ich selbst einen Phosphatmangel haben kann, eine Hypophosphatämie, das heißt ein Mangel. Und zwar, wenn ich phosphatbindende Medikamente zu mir nehme oder wenn ich eine verstärkte Nierenausscheidung habe, renale Ausscheidung. Ich kann aber auch Phosphat horten. Das ist dann die Hyperphosphatämie. Und das ist eine zu hohe Konzentration von Phosphat. Und wenn meine Nieren nicht ausreichend funktioniert. Also die Nieren spielen neben dem Hormonhaushalt eine ganz große entscheidende Rolle. Und wenn ich zum Beispiel geschwächte Nieren habe oder chronisch geschädigte Niere. Und die Folge davon ist dann ganz klar, dass es zu einer Regulationsstörung kommt im gesamten Calciumsystem. Es wird auch oft davon gesprochen, dass zum Beispiel Phytate in Vollkorn und Soja und Mais die Bindung von Calcium verhindern, also deren Aufnahme. Das ist eine Theorie, die aber nicht wirklich bewiesen werden konnte. Aber auch oxalsäurehaltige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel jetzt gerade der Spinat und der Rhabarber, binden Kalzium und verhindern dessen Aufnahme. Ja, das sind Theorien, die nicht 100% bewiesen sind. Aber andersherum ist es auch so, dass viel freies Kalzium im Darm die Aufnahme von Oxalat verhindert und damit den Oxalsteinen, also das sind die häufigsten Harnsteine, davor schützen oder behindern. Ja, jetzt geht es in der Zusammenfassung darum, wenn es um Kalzium geht, kann ich einen Kalziummangel haben, weil meine Nebenschilddrüsen nicht mehr funktionieren, weil mein Magen-Darm-Trakt, meine A7, ein großes Problem in der Verdauung, in der Aufspaltung, in der Resorption, in der Aufnahme hat, weil das Darmmilieu nicht mehr stimmt, weil ich übersäuert bin in meinem System.
Dann, weil ich allgemein einen zu hohen Kalziummangel habe, weil ich nicht die Dinge esse, die Kalzium beinhalten. Weil ich einen Vitamin D-Mangel habe. Vitamin D muss immer kombiniert mit K2 sein. Das heißt also konkret, weil ich auch zu wenig Sonne auf meine Haut lasse oder aus einer Zeit komme, wo wir einen großen Sonnenmangel haben. Oder weil ich eine falsche Einstellung zur Sonne habe.